Diese Handelswoche startet ziemlich seltsam, aber gleichwohl ungemein typisch, denn Elon Musk hat einen Krieg der Kryptowährungen angezettelt, kann man sagen, auf Twitter. Da liefert er sich Duelle, wo er seine Abkehr von Bitcoin begründet und Dogecoin pusht. Und das sorgt für harsche Reaktionen, sorgt für starke Bewegungen an den Kryptomärkten. Aber es ist eins eben auffällig, wie kann überhaupt so etwas passieren? Erstens und allerwichtigstens ist die Ursache all dessen die Notenbanken. Warum? Die Notenbanken fluten die Märkte mit einer immensen Liquidität. Also muss diese Liquidität irgendwo hin. Also geht sie in irgendwelche Kanäle wie zum Beispiel Kryptowährungen, das ist das Erste. Und diese Kryptowährungen sind dann praktisch auch der Ausweis eines Misstrauensvotums eben gegen die Liquidität der Notenbanken, eine Art Versicherung gegen den möglichen Ausfall von Fiat-Geld. Insofern hängt alles mit allem zusammen und Elon Musk hat jetzt die Rolle, die einst Donald Trump gehabt hatte mit seinen Handelskrieg-Tweets, hat also die Macht, die Märkte wirklich stark zu bewegen. Das wollen wir uns zunächst mal anschauen, dann kommen wir zu Fed und dann kommen wir zu den Aktienmärkten, was da so der Fall ist. Schauen wir uns erstmal an, hier liefert er sich ein Duell mit Peter McObnoxious, wo er sagt, ja, also hier Bitcoin sei doch hochgradig zentralisiert hier in Xinjiang, da sei ja der Strom mal ausgefallen und sofort sei da ein Riesenproblem entstanden. Das sei doch nicht gerade dezentralisiert und er hat hier dann vor allem PayPal ins Feld geführt. Das sei doch irgendwie viel besser. Daraufhin harsche Reaktionen anderer Freunde, vor allem des Bitcoins, eben wie von Peter McObnoxious. Also etwas seltsame Diskurse, die da ablaufen, aber eins hat dann die Märkte stark bewegt, nämlich ein Tweet von Mr. Whale, der gesagt hat, ja, also ihr solltet euch nicht wundern, wenn Tesla seine Bitcoins verkauft, aufgrund des Hasses, der Elon Musk hier in sozialen Medien entgegenschlägt. Daraufhin hat Elon Musk getwittert, indeed, also ja, genau, so schaut's aus. Und daraufhin ist der Kurs von Bitcoin deutlich nach unten gegangen, eben aus Sorge, dass Elon Musk hier die Bitcoins für Tesla verkaufen würde. Und das ist insofern erstaunlich, als er ja nur relativ wenig davon hat in Relation zum Gesamtmarkt. So oder so, Jackson Palmer, der hier Co-Founder von des Dogecoins ist, also dieses Coins, den Elon Musk massiv promotet, sagt ja, Elon Musk is and always will be a self-absorbed grifter, also ist einfach ein selbstbezogener Abzocker. Jemand, der andere abzockt, ein anderer sagt hier, ein narzisstischer Mensch, der nicht in der Lage ist, irgendwie eine Linie durchzuhalten. Und das ist ja schon erstaunlich, diese Abkehr von Bitcoin, diese Zuwendung hin zu Dogecoin von Elon Musk. Auch Dogecoin ist allerdings gefallen aufgrund dieser Kontroverse schon ziemlich schräg. Und dann hat Elon Musk getwittert, heute Morgen, to clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin. Daraufhin Bitcoin wieder nach oben gestiegen. Hier übrigens ein Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Daraufhin sagte Jeroen Blokland, es ist interessant zu sehen, dass jemand, der nicht mal 0,2% einer Asset-Klasse hat, wie eben jetzt Bitcoin, also Elon Musk besitzt mit Tesla nicht mal 0,2%, welchen Einfluss hier ein einziger Tweet, ein einziger Mensch haben kann auf die Kursentwicklung eines Assets, dass er fast eine Billion an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt. Also das ist schon sehr schräg, sehr absurd, sehr skurril. Bitcoin runter auf 43.000, dann mit dem Tweet von Elon Musk wieder nach oben. Es ist ein einziger Wahnsinn, der da abläuft. Das zeigt so ein bisschen das aus dem Ruder laufen der Märkte insgesamt. Und dann hat man einen sogenannten Coin für Elon Musk kreiert mit FUCK und dann der Vorname von Elon Musk. Der ist gleich massiv nach oben gegangen. Also man ist in der Lage, offenkundig hier Coins eben aus dem Nichts zu schaffen, dadurch dem Fiat-Geld gar nicht so unähnlich. Wir haben ja eine geradezu explodierende Inflation in Sachen Kryptowährungen. Auch das ist ein interessantes Phänomen. Die Bitcoin-Fans sagen ja, okay, Bitcoin ist begrenzt, andere sind es überwiegend nicht. Das ist das zentrale Argument für die Freunde des Bitcoins. Aber es könnte insgesamt schwieriger werden für Kryptowährungen. Jetzt hat China
durch das China Securities Journal mitteilen lassen. Das ist praktisch so die Börsenzeitung Chinas, wenn man so will, aber natürlich immer fein auf Regierungslinie, dass hier vielleicht eben eine strengere Regulierung für Kryptowährungen jetzt endlich mal erforderlich sei. Eine große Commercial Bank in China hätte da schon ein Signal gegeben und das sei sehr vernünftig. Also da wird nochmal wahrscheinlich etwas kommen, da werden die Daumenschrauben nochmal etwas stärker angezogen. Aber schauen wir uns mal hier an, was Stan Druckenmiller gesagt hat, der jetzt nochmal in einem Video für Studenten seine Positionen zusammengefasst hat. Und er hat gesagt, okay, wir haben Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von um und bei 60 Milliarden Dollar. Hat da jemand Zweifel, dass es sich hier um eine Blase handelt? Nicht zu vergessen, die Relation zwischen der Bewertung der Aktienmärkte und dem BIP der USA. Er moniert auch, dass die Fed sozusagen die Dinge aus dem Ruder laufen lässt, dass dadurch vor allem die Ungleichheit weiter gefördert wird in den USA, denn die Reichen profitieren über Aktien, über Immobilien, also die Besitzenden, die Vermögenden, die werden immer reicher und die anderen eben nicht. Hier sehen wir mal zum Beispiel, allerdings wollte ich Ihnen diese Grafik zeigen zu Ihnen nächstes Mal. Jetzt ein bisschen durcheinander gelaufen, aber es passt zu Druckenmiller, habe ich vorhin falsch angeordnet, die Grafiken. Jedenfalls sehen wir, dass die Top 0,1% in den USA bereits mehr besitzen als 80% der Bevölkerung. Und das ist natürlich ein großes Thema, ein großes Problem, denn diese 0,1% besitzen 20% des gesamten Vermögens, die Top 1% besitzen 40% und die 80%, die unteren 80% in Anführungszeichen, die besitzen um und bei 15%, also das ist natürlich relativ krass. Hier unten sehen wir mal einen Vergleich der Vermögen von normalen Angestellten aus der EU und aus den USA und da sehen wir, die Ungleichheit ist in der EU deutlich geringer als eben in den USA. Und wer hatte damit zu tun? Die liebe Fed. Und die ist jetzt eben in einer etwas seltsamen Situation. Wir sehen, dass die Inflation massiv nach oben geht. Die Fed relativiert das Ganze. Jetzt ist eben die Frage, die Morgan Stanley hier stellt. 2012, da hatten wir ein ähnliches Szenario. Da war es schlichtweg so, dass die Notenbanker dann den geldpolitischen Support, die geldpolitische Unterstützung entzogen hatten, das sogenannte Taper Tantrum dann, also der Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik und dann herrschte Panik am Markt. Da war damals die Sorge, dass wir eine Stagnation sehen und in gewisser Weise haben wir ja eine Stagnation gesehen. Wir haben zwar konstantes Wachstum seit der Finanzkrise gehabt, aber das war doch eher bescheiden, das war nicht so wahnsinnig toll, dieses Wachstum, was wir da gesehen haben, das war sogar eher schwach. Jetzt ist die Frage, wann kommt das Tapering? Das ist ja das, was die Märkte, vor allem die Aktienmärkte, so stark interessiert. Hier dürften wir im April 2022 wohl starten, so sagte Morgan Stanley, andere rechnen vorher damit, aber das auf jeden Fall ist jetzt die Diskussion, die natürlich sich jetzt aufhetzt. Diese Grafik haben wir schon gesehen und das Problem ist, eines der großen Probleme ist, dass die Märkte derzeit haben, dass die Fed sich eigentlich nach den Inflationserwartungen richtet. Also die Erwartungen sind für sie wichtiger als die eigentlichen Inflationsdaten, weil die Erwartungen eben eine Art self-fulfilling prophecy sind. Wenn die Leute Inflation erwarten, konsumieren sie jetzt und hier, bevor es später teurer wird. Insofern haben die Inflationserwartungen einen starken Einfluss. Aber das große Problem ist, dass die Inflationserwartungen verzerrt sind, manipuliert sind durch die Fed selbst. Denn die kauft die sogenannte TIPS. Also die inflationsgeschützten Staatsanleihen, das heißt, diese TIPS preisen eigentlich die Inflationserwartungen ein, indem sie die Differenz wiedergeben zwischen normalen Renditen für Staatsanleihen und den Renditen für TIPS. Also was muss ich hinblättern? Was kriege ich, wenn ich sozusagen nicht das Risiko der Inflation habe? Und wir sehen, dass hier die Fed im Rahmen ihres QE massiv eben diese TIPS gekauft hat, diese inflationsgeschützten Anleihen gekauft hat. Und das verzerrt letztendlich die Inflationserwartung. Das heißt, nicht mal können die Märkte irgendein Instrument noch nutzen, wo sie sehen können, wohin die Reise geht, weil auch da die Notenbank eine massive Rolle spielt. Es ist wirklich ein Drama, es ist wirklich letztendlich ein Markt, der völlig aus dem Ruder läuft, weil hier überhaupt keine Marktmechanismen mehr greifen können, den lieben Notenbanken sei Dank. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wir haben am Freitag dann die Fortsetzung der Rallye gesehen.
Nachdem wir überverkauft waren, wie ich mehrfach betont hatte, dann sind wir nach oben gegangen. Und das, obwohl die Einzelhandelsumsätze am Freitag enttäuschend waren und das, obwohl auch die Verbraucherstimmung Michigan deutlich schwächer war als erwartet, das hat nicht interessiert. Das war letztendlich ein technischer Rebound, den wir gesehen haben. Lag vor allem daran, dass die größeren Player, die Vermögensverwalter in den USA, sehr stark ihre Positionen abgebaut haben. Hier sichtbar im NAAIM Exposure Index, da sind praktisch die Vermögensverwalter der USA organisiert und da werden die Mitglieder immer gefragt, naja, wie viel Exposure hast du zu den Aktienmärkten, wie stark bist du da investiert, und wir sehen, da ist diese Exposure deutlich zurückgegangen, weil man eben Angst hatte, dass die Inflation so stark nach oben geht. Und dann hat man ein paar Chips vom Tisch genommen und dann passiert natürlich das Gegenteil dessen, was passiert, wenn alle voll schon investiert sind. Wenn wenige investiert sind, besteht eben das Potenzial, dass man sich etwas mehr investiert, dass also Käufer auftreten. Wenn wir uns die Sektoren anschauen, vom Freitag Energie sehr, sehr stark gewonnen, aber im Prinzip alles grün, alles richtig stark, auch Information Technology mit einem Anstieg von 2,1%, mithin also die Tech-Werte. Gleichwohl sehen wir aber, dass der Tech-Sektor nach wie vor irgendwo eine innere Schwäche hat. Hier sehen wir mal den sogenannten Breadth, also die Marktbreite hier, der Anteil, der Prozentanteil der Aktien über dem 50-Tages-Durchschnitt, und dann sehen wir, im Sektor Technologie sind es nur 29%, im Finanzsektor, im Financials, im Sektor Financials, also Banken etc., sind es 94%. Also Tech ist nach wie vor innerlich schwach, auch wenn wir am Freitag einen stärkeren Anstieg gesehen haben. Und das, obwohl eben jetzt auch die Renditen eben nicht mehr wirklich nach oben gehen. Wir haben heute Nacht, und das dürfte für die Weltwirtschaft sehr wichtig sein, Konjunkturdaten aus China gesehen, der Konsum enttäuscht. Wir hatten die Retail Sales neben anderen Daten im April 17,7% zum Vorjahresmonat gestiegen. Vorjahresmonat war natürlich auch noch absolut Corona bedingt schwach. Da war die Erwartung ein Anstieg von 25%, also deutlich schwächer als erwartet. Das ist schon durchaus wenig überzeugend, was da die chinesische Wirtschaft hier auf die Beine gestellt hat. Wir hatten Industrieproduktion, alles so ein Tick schwächer, nicht wirklich dramatisch, aber der Ausreißer war eben, dass vor allem die Einzelhandelsumsätze hier gefallen sind. Jetzt haben wir mehrere Downgrades in letzter Zeit, auch durch chinesische Ratingagenturen, die Unternehmensanleihen downgraden. Wir haben ja hier teilweise viele Unternehmen, auch staatliche Unternehmen, die kurz vor der Pleite stehen, wie Huarong. Also da ist nicht alles so glänzend, wie es teilweise scheint. Die Demografie spricht ohnehin gegen China. Ich hatte das kürzlich schon mal betont. Und wir sehen hier vor allem den Kreditimpuls aus China, der schon deutlich nach unten weist. Ich hoffe, Sie können das sehen. Möglicherweise ist die Grafik hier ein bisschen zu weit rechts. Jetzt können Sie es bestimmt sehen. Jedenfalls sehen wir, dass die Sache da nicht mehr ganz so einfach ist, dass eigentlich das große Ding in China schon gelaufen ist, die große Erholung in China schon gelaufen ist. Also das wird jetzt für die Weltwirtschaft dann in 6, 9, 12 Monaten relevant. Dann nämlich kommt normalerweise dieser Kreditimpuls im Westen auch wirklich an. Und die EZB überlegt jetzt pünktlich, naja, pass auf, wir haben ja doch besseres Wachstum, wir haben doch höhere Inflation, vielleicht müssen wir da doch etwas früher auf die Bremse treten. Meine Vermutung ist, die westlichen Notenbanken treten auf die Bremse, nachdem sie überrascht werden von der höheren Inflation, so wie die EZB, so muss es heißen, jetzt überrascht ist, eben von der höheren Inflation und auch von den Wachstumszahlen, dass sie möglicherweise hier ihre Anleihekäufe ein bisschen zurückfahren wird. Also auch hier erste Gedanken, erste vorsichtige Gedanken im Rahmen eines Tapering oder in Sachen Tapering. Auch die Europäische Notenbank muss also langsam so ein bisschen nachdenklich werden angesichts der Zahlen. Aber wie gesagt, am weiteren Horizont hat China schon auf die Bremse getreten. Kreditimpuls geht zurück, die Daten werden durchaus schwächer und ohne China wird es nicht gehen. Das ist das große Problem. Die Frage ist jetzt nur, wie stark werden wir abkühlen nach der kurzen Konjunktureuphorie, die wir jetzt haben, und wird die Inflation dauerhaft doch bleiben, eine Art Stagflation sein, oder wird es dann auch wieder mit der Inflation nach unten gehen, sodass die Notenbanken dann
möglicherweise vielleicht gar nicht hätten tapern müssen. All das sind die Fragen, die derzeit die Märkte bewegen. So oder so, diese Liquidität der Notenbanken führt zu Exzessen, wie wir sie jetzt um Elon Musk und seine Twitter-Kontroversen und die Bewegungen bei den Kryptowährungen sehen, die schon eigentlich ein bisschen krank sind, wenn Sie mich fragen. Gleichwohl wünsche ich einen guten Start in die Woche und sage Servus und Ciao. Marktgeflüster heute einen Ticken früher als gewöhnlich. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Bis dann, Ciao.